Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play PokeMMO. Mein Name ist EdithDP und auf der anderen Leitung, mit der langen Leitung, ist der Angel Flight FFP, wie du deine Stimme immer änderst. Ja, es ist unglaublich, ja. Hallihallo. heute nehme ich mir mal den Gary vor. Denn und ich mir die alte Olle. Ja, deswegen ich möchte mal nach oben gehen, weil da ja der liebe Herr Edit gemeint hat, da oben sei so viel los. Ja. Und ich möchte euch natürlich auch zeigen, ob da wirklich so viel los ist, so viel Trudel ist. Gibt es da eigentlich Probleme mit Frames oder so, wenn so viele in einem Raum sind? Ich weiß nicht, also meine Frames sind hier gerade wirklich am Kochen. Es kann an den ganzen Leuten liegen, Es kann aber auch daran liegen, weil ich ja noch nebenbei ein paar Folgen abspeichere. Ich sag einfach mal, es liegt an den ganzen Leuten. Okay. So, ja. Ich überlege gerade, die Folge kommt Samstag raus. Heißt, zu diesem Zeitpunkt bin ich gerade in Paris. Hey, ich bin in Paris. Und ihr? Hier nicht. Moi, ich kläre mir gerade ein paar günstige Nutten. Hoho. Boah, das. Was? Ja, was, hä? Tausche ich jetzt. Na, jetzt muss ich hier wirklich den ganzen Weg. Hier sind so viele Gegner. Aber es lag anscheinend wirklich daran, weil der ganze Raum so voll ist, dass meine Frames in den Keller gingen. Ich bin eine Etage rübergegangen, auf einmal sah es schon wieder ein bisschen besser aus mit den Frames. So, die Frage ist jetzt halt. Was für ein Thema haben wir heute? Wie wär's mit diesem Thema, was mit, wie soll ich sagen, Weltuntergang mit den USA auf sich hat? Ah, das blöde Thema wieder. Aber ist das nicht schon ausgelutscht? Hat da nicht schon jeder drauf rumgeritten? Naja, ne? Ich will jetzt natürlich nicht böse sein oder sowas. Also hier, Hut ab an alle Leute, die überlebt haben. Ist schon wirklich eine... Scheiße. Nein, ist natürlich nicht schön, ist klar. Nur was natürlich dann wieder so lustig war. Hey, habt ihr schon gehört? Der Typ hat Videospiele gespielt. Oh mein Gott! Ja, das ist so eine Sache, die mich dann doch ein bisschen anpisst. Hey, es macht doch Level 29, ist ja, das ist wieder schöner. Das Problem ist ja, dass es auch wirklich um die 300 Millionen Waffen in den USA gibt. Also das heißt dann ungefähr, wie soll ich sagen? Jeder Hartz-IV-Empfänger in Deutschland hätte eine Waffe. Fast jeder Bürger, so ist es. Naja, jeder Hartz-IV-Empfänger reicht. Das sind doch hier eh alles nur Hartz-IV-Empfänger. Ist so, Entschuldigung. Wie aber auch Obama in Tränen, sagen wir mal, in Tränen ausgebrochen ist bei einem Interview oder wie es heißt, ne? Bei einer Stellungnahme, wo sie ihn gestellt haben. Hier, du bist der Mörder, wir haben es ja entlarvt. Es tut mir so leid. Nee, aber... Nein. Alter, scheiß Garados. scheiß Garados. Ja, nee, was? Jetzt hab ich's vergessen. Ja, er hat schon Mitgefühl gezeigt. Naja, das was ich sagen wollte, der ändert daran ja nichts. Naja, er will das Waffengesetz in Amerika verschärfen, meinte er. Voll verschärft, ey. Wenn's klappt, aber ich denk mal eher nicht. Oh, Stomp. Trash. Du lässt dich so leicht ablenken, was ist los mit dir? Hast du gerade ein Mädchen neben dir sitzen? Nein, ich muss mich konzentrieren wegen am Garados. Was hast du denn mit dem Garados am Hut? Der hat mich nicht lieb. Ja. Sag mal's mal so. Garados hat dich nicht lieb, richtig. Du hast aber auch Garados nicht lieb. Ansichtssache, darüber streiten doch die Kritiker. Kritiker. Garados hat eine große Raupe. Ja, Garados ist einfach nur eine große Raupe, mehr ist das nicht, da hast du recht. Critical Hit! Oh, dann tauschen wir mal kurz das Pokémon! Pokémon! Los! Chill! Pokémon! Komm, schnapp sie dir, Digga! Komm, schnapp sie dir! Yeah! Und so, und jeder, der sich fragt, warum ich immer Pokémon tausche, ja, keine Ahnung. Hast du Angst zu verlieren? Ja, kommt halt drauf an, ne, wenn man Tränke einsetzt, wie Leber. Ja. Weißt du, was jetzt lustig wäre?
Wenn ich jetzt so oben ankomme und auf einmal stelle ich fest, ja toll, ich brauche doch die Sylph Scope. Also ich... Bei dir sind Geister-Pokémon erschienen, oder? Ja, also Geister-Pokémon erscheinen bei mir. Also das heißt dann, glaube ich, ungefähr, dass es die Sylph Scope noch gar nicht gibt, das Item. Weil ja, die dürfen normalerweise nicht erscheinen, einfach so. Eigentlich nicht, aber vielleicht... Oh, ein Sonderbonbon. Aber vielleicht brauchst du es ja um... Die Seele... Was? Begun Intruders? Ich brauche wirklich die Sylph Scope. Glaub nicht. Doch, ich komme die Treppe nicht hoch. Okay, Fluchtseil benutzen. Kannst hier nicht benutzen. Klasse, jetzt habe ich den ganzen Scheißweg dann wieder runterladen. Wieder runtergehen. Ja, freue ich mich gerade drauf. Kommt die Schnei. Ah, wie es mich ankotzt. Und die Frame-Einbrüche tun mir gerade wirklich bei mir wirklich leid. Ich habe gerade 50 FPS. Ja, ich habe gerade 17. 14. Sind immer noch Leute um? Ich weiß nicht, also ich bin jetzt gerade in der obersten Etage, wo du die Sylph Scope brauchst. Da ging es einzig. Ja, aber hier ist es natürlich wieder Happy Hour. Ja, also wenn du dir dann anguckst hier, wo dieser Ruhebereich ist, weißt du, wo du dich wieder heilen kannst. Da ist Happy Hour. Happy Hour? Alles vergünstigt? Ja. Yeah! Autsch. Da hat jemand ein schules Vulpix. Der sollte mal seinen Vulpix weiterentwickeln. Hast du ja immerhin auch sofort gemacht. Naja, ich nicht. Nein. Na, ist so, ich war das nicht. Du hast es getauscht? Ja. Oh, ich hab noch einen Vulpix. Hä, ich hab einen Fukano. Schön, ich hab einen Vulpix. Oh, diese Frame-Einbrüche, es tut mir leid. Main. Make is hurt by potions. Ist mir egal, Scratch, und ich hoffe, Ivysaur ist tot. Wo bist du überhaupt? Ich bin gerade bei der. Bei dich. Bei dir. Ich bin nämlich jetzt gerade runtergegangen. Ich bin jetzt gerade aus dem Turm raus. Jedenfalls jetzt bin ich draußen. Und ich habe dich nicht gesehen. Weil, you stinker. Selber edit, ey. Ey. Nein, ich war gerade bei Gary. So, fliegen wir mal rüber nach Prismania City. So wie. Zu schauen, wie es ausschaut. So, fliegen ist schon eine coole Sache, finde ich. Oder? Naja, hier geht wieder runter. Fliegen ist schon eine coole Sache, ja? Ja, die werde ich mir dann auch noch zulegen. Ja. Ich wollte sagen, du hast ja kein Flug-Pokémon, aber du hast ja noch Taubsi. Ihr habt Tauboga. Du. So, wir müssen nun mal bald wirklich mal eine Gilde aufmachen, würde ich mal meinen, oder? Ach. Du willst ja nicht in mein Busenfreunde-Team rein. Es soll auch nicht Busenfreunde-Team heißen. Es soll Busenfreunde-Team heißen. Es soll nicht Busenfreunde heißen. Schreib's in die Kommentare, soll das Team Busenfreunde heißen? Ja oder nein? Oder soll es Gaylord 73 heißen? Ja, nein. Warum gerade 73? Ich will lieber Gaylord 88. Boah. Na, weil der Dave doch im Jahre 88 geboren wurde. Ja, ganz klar, ich bin nicht so alt. Jetzt ja. Solange noch die Aufnahme läuft, bist du 88 geboren. Scheiße. Aber was bedeutet für dich die Zahl 88, wenn du die siehst? Footballspieler. Kannst du dir mit anders erzählen? Ja, ist doch so. Ja, da läuft mir gerade ein Mitspieler vorbei mit einem riesen Ursaring. Da krieg ich schon langsam Angst. Da kriegst du Angst? Ich krieg Angst, wenn ich deine... Und? Nein. Ja. Nein, keine deine Muttersprüche. Nein, das passt hier nicht rein. Obwohl doch passen tut's schon, oder? Ja, wenn deine Mutter Softie ist. Weißt du, ich hatte letztens in der Nachtschicht mit einem Kollegen zusammen. Du kennst diesen Akinator, wo du an deine Person denkst und dann kriegst du halt immer dazu Fragen gestellt und am Ende versucht dann dieser Akinator, diese Person zu erraten, an welche du gedacht hast.
Kennst du das? Mhm. Und jedenfalls hatten wir versucht, an unsere Mutter zu denken. So, das Lustige war... was? Ich kann... Ah, jetzt kann ich einen Schalter drücken, okay. Jedenfalls hatten wir versucht, halt deine Mutter zu finden. Und da kam dann... Naja, also unsere... Ja, das... Und das Lustige war dann... wie war denn das? Wenn wir ganz kurz selbst überlegen... Genau. Er hatte als Frage gestellt, zum Beispiel, teilst du und die Person, an die du denkst, dieselbe DNA? Ja, tun wir. Wie gesagt, Mutter, ne? Teilt man ja dieselbe DNA normalerweise. So, die nächste Frage war dann lustig. Hast du schon mal mit dieser Person geschlafen? Also wir sagen ja, wir teilen dieselbe DNA und auf einmal fragt er, hast du mit der Person schon mal geschlafen? Ich denke mir nur, was? Wie krank bist du, Akinator? Ja, das fand ich dann doch schon ein bisschen hart. Ja, was heißt... Ja, okay, man kann auch zweideutig denken, ne? Nein, nein, in dem Fall nicht. Ich finde das nicht ja einfach so... Ja, okay, boah. Boah. Gott, hilf mir! Gott, bitte, hilf mir. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie dieses komische Rutschrätsel war. Ach, ich hab's. Was für ein Rutschrätsel? Ach so. Na, du weißt schon, wo... Hä? Was war ich? Ich hab Angst. Haha, Idiot. So ein Idiot, der ist voll in die falsche Richtung. So, ach, jetzt brauche ich ja erst bei den Türöffner. Uah, das ist ja hier so viel hin und her gelatsche. Ja, Zelda-Style. Ja, ich merk's schon. Jetzt muss ich überlegen, war das der mit den Türöffner? Ach, ich probier's einfach mal. Hey, ja, hallo, gib mir mal den Türöffner. Ja, Eindringling. Haha. Hoho, hihi. Was machst du gerade? Ich bin gerade in der Arena. Von Plusmania oder was? Ja. Und wie läuft's gegen Anna Anal? Ich bin noch nicht bei Anna Anal, ich bin gerade noch bei den Vorboten des Teufels? Ja. Busenfreunde, ja. Witzbold. Lach. Schmatz, Schmatz. Ist schon die Stunde wieder um oder warum müssen wir jetzt schon wieder die Partnerrollen tauschen? Wenn du schon wieder am Schmatzen bist. Ja, wenn wir Kenny vs. Benny spielen wollen. Schmatz, Schmatz. So, Smetbo, Konfusion! Super effektiv. Zu super effektiv. Pokémon! Wie, das Ding lebt noch? Oh nein, jetzt hat er mich vergiftet. Ding, du hatten. Ey, das hat vielleicht nur 1 KP gehabt. Ein KP zu viel, wa? Ach, du bist schon wieder so lustig. Aber Smetbo ist jetzt Level 30. Gibt es eigentlich neue Informationen zum Patch oder so? Ich habe mir nichts durchgelesen. Ich hatte keine Zeit. Ich muss Business machen. Business. Du, der Business. Ja, ich bin voll am Business machen. Das ist voll cool. Weißt du, ich kümmere mich dann so um Connections. Und dann bekomme ich Geld. Das klingt irgendwie so falsch. Bist du Anna. Alter, was hatten die für Pokémon? Oh, ich hasse diese Musik hier von Team Rocket. Oh, Hyperportion. Haha, du bist nur eine halbe Portion. wo war denn hier diese blöde Silphscope? Mit dem Fahrstuhl konnte ich ja. Mit dem Fahrstuhl konnte ich doch, glaube ich, erst fahren, wenn ich. Ja, wenn ich den Türöffner habe, genau. So, ich habe nur noch 80 Pokémon. Wo kriege ich denn diesen scheiß Türöffner her? Da musst du suchen, ich weiß, wo die ganzen Stellen sind. Ja, ich eigentlich auch. Aber? Ja, irgendwie habe ich es jetzt falsch gemacht. Ist doch klar, oder? Nee, da nicht. Also die Treppe da, alles klar. Oh, Alter, ich muss wirklich mal die Part von dir schauen. Ich weiß nicht, wie du es so schnell schaffst, die ganze Arena auseinanderzunehmen. Alle Trainer besiegen und hast sie nicht gesehen. Ist doch ganz easy. Easy. Du musst mal denken, die hat 5 Pokémon. Ja, ich hab die mit dem Glurak locker K.O. gemacht. Ja, okay, mit einem Schlag und zwar, das ist ja ganz klar, aber wenn du dann ist ja eigentlich ganz Pokémon hast, die wohl nicht keine Feuertypen sind oder keine. Du hast doch einen Voldona.
Du hast doch wohl Nona. Nein. Team Rocket nutze ich jetzt auch gerade. Ach ja, du hast es ja getauscht, stimmt ja. Idiot, warum tauschst du es denn, bevor du den Boss gemacht hast? Vom Boss. Vom Boss. Der Endboss, Endboss, Endboss. Boah, ein Mistvieh, ey. Voll das Mistvieh, Bro. Bro, yo, ich weiß nicht, was du meinst, yo. For show, yo. For show, yo. Ich hab grad einen Ratzfatz gekillt, yo. Yo, man, das ist so good, man, yo, Bro, weiter so. Nein, du musst am Ende immer Bro sagen, dann ist das uncool. Wenn du schon die YTT verarsche verarschen willst, dann richtig. Okay, you show for bro? Na, jetzt macht's keinen Spaß mehr. Jetzt hast du das ganze Ding versaut. No! Doch! Donuts! Schau, jetzt geht's doch schon wieder los. Was? Ja, was denn, hä? Willst du Stress mit meinen Jungs, ey? No, Habibi? No. Hat Angst, hat Angst. Ach, Mann, ey. Ich hab's geschafft. Du hast ich bin geschafft. Der beste Verlierer der Welt. Ja, ich weiß. Und jetzt muss ich ab. Wieder heilen gehen. Du musst jetzt heilen gehen. Ja, nicht so heilen, ne? Sie. Ja. Heilen. Ein Sieger heilen, komm. Sieger. Und dann heilen. Heilen. Oh Gott. Die Zahl 88, ne? Hust. Oh Gott. Vor allem, oh Gott. Da rennt. Oh Gott. Der will tauschen, oh Mann. Mann, ey. Ich hab hier einen scheiß Traumato vor mir. Ja. Der will tauschen. Und was hat der? Ich habe einen Rihorn. Und was will der? Er hat einen Mewtwo. Tauschen. Ey, geil. Ich hab einen Mewtwo. Ja, schon. Als ob. Niemand darüber will meinen scheiß Rihorn. Warum auch? Lass mich! Lass mich! Ich kann das alleine! Ich kann alleine machen! Brauch ich Mama nicht! Nein, Kleiner, das kannst du noch nicht! Doch, schau mal, hab ich gestern Nacht auch gemacht in dein Gesicht! Ey, ich schaffe es nicht, dieses blöde Traumato zu besiegen, es ist tausch unglaublich! Mit mir! Komm, die drei! Los, jetzt! Komm, los! Ey! Ein Kunde heute auf Arbeit war lustig. Ich frage ihn nach seiner Handynummer für Rückrufe. Und was war, was haut er so raus? Ja, warte, ich frage mal ganz kurz einen Arbeitskollegen, war eine Firma. So, und auf einmal haut er so raus, den Kollegen. Ja, gibst du mir mal deine Handynummer? Ja, okay, Sie können schon mal eintragen. 990? Ja. Ich so, hey, die Nummer kommt mir bekannt vor. Da musst du dann lachen. Er kennt die Nummer. Weißt du, was ich mir jetzt hole? Ich weiß nicht, was du dir holst, aber ich hole mir gerade Black Glaces. Okay, ich hole mir jetzt gerade eben mal ein paar Gegengifte, Schlaf, Aufwecker und ein paar Antiparalyse-Zeug. Ja, da habe ich auch gehört, dass du das machst. Apropos, 25.000 Poké-Dollar. Ah, Popo. Sagte Gott bei Dragon Ball Z immer, oh, Popo. Was? Ach komm, so schlecht war der nicht. Nein, ich verstehe es gerade nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Antidote. Slabo Konfusion. Yo. It's super effective. So, im nächsten Part werden wir dann, glaube ich, mal ein bisschen, Skill? Sagen wir mal, Vorskillen, ja. Vorskillen. Awakening? Dass wir dann ein bisschen wieder von der Distanz her herkommen. Wie, was? Was willst du? Hä? Was? Oh no, I dropped the lift key. Haha, ich hab den Türöffner. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge hau ich Giovanni vor aufs Maul. Alles klar, Leute, wir sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Poke MMO. Mein Name ist Ed-Pip-Pip-Pip-Pip-Pip-Pim und das ist der Play Dave LP. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Leute. Tschüss.